Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Streaming-Tipps an diesem Dienstag, den 27. Juni. Heute nehmen uns gleich zwei von unseren Tipps mit nach Lateinamerika. Los geht's mit einem millionenschweren Betrug in Mexiko. Die Angestellten der Fernsehlotterie in Mexiko müssen immer wieder zuschauen, wie andere Menschen eine Menge Geld gewinnen. Doch damit ist jetzt Schluss, denn sie wollen endlich selbst was davon abhaben. All ihre Probleme, wie eine teure Scheidung oder Krankenhauskosten, wären damit erledigt. Dafür braucht es aber natürlich erstmal einen gut ausgearbeiteten Plan. Mañana vamos a llegar de manera escalonada. Hay cuatro cámaras grabando todos y cada uno de nuestros movimientos. Maurilio va por un café a las 6. Jairo, te vas a llevar una cámara. Va a ser una toma cerrada de cada uno de los tres sorteos. La parte más difícil la llevas tú, Viviana. Te tienes que memorizar todos los números y después los tienes que repetir en perfecta sincronía conforme vayan saliendo las pelotas. Tienen 10 minutos para hacer todo ese show. Mit vorgefertigten Schnittbildern und einer Moderatorin, die die Gewinnzahlen kennt, nimmt der Plan langsam Gestalt an. Es gibt zwar noch einige Risiken, aber ihnen winkt schließlich auch das Preisgeld von über 160 Millionen Pesos, umgerechnet etwa 8,5 Millionen Euro. Der Film Corazonada basiert auf wahren Ereignissen und ihr könnt ihn jetzt bei Paramount Plus gucken. Von Mexiko schauen wir jetzt nach Santiago de Chile. Hier lebt die Kellnerin und Hobbysängerin Marina mit dem etwas älteren Orlando zusammen. Die beiden sind total verliebt und genießen ihre Beziehung, bis Orlando plötzlich mit Kopfschmerzen ins Krankenhaus kommt. Dort kann nur noch sein Tod festgestellt werden und Marina steht plötzlich alleine da. Orlandos Familie hat sich schon vor langer Zeit gegen die beiden gestellt, denn die hat Marina als Transfrau nie akzeptiert. Sie sind eine Angehörige von Señor Oneto? Ja, wir sind ein Paar. Hat er dich bezahlt? Es war eine normale Beziehung zwischen zwei Erwachsenen. Wir werden Orlando einäschern, das wollte er so. Dieses Leid gehört allein der Familie, ist das klar? Tauch bloß nicht dort auf. Es ist mein Recht, ihn zu verabschieden. Du kommst weder zur Beerdigung noch sonst wohin. Orlandos Familie unterstellt ihr sogar, an seinem Tod schuld zu sein. Das kann und will Marina aber nicht mit sich machen lassen und kämpft für ihr Recht auf Trauer. Das Drama Eine fantastische Frau findet ihr ab heute bei Mubi. Zum Schluss geht's für unseren Doku-Tipp heute nach Amsterdam. Hier ist am 4. Oktober 1992 ein israelisches Flugzeug abgestürzt. Über 40 Menschen sind gestorben. Noch während alle von dem Ereignis geschockt sind und trauern, startet die Suche nach den Schuldigen. Schnell steht die Vermutung im Raum, dass die niederländische Regierung damit drin hängt. Hallo, 1862. Your startup is approved now. Hello, thank you. Es wird politisch. Es hätte Zurücktreten von Ministern führen können. Es geht um Geld, eine riesige Menge Geld. Was war in diesem Flugzeug? Sagt uns, was da ist. Es sind einfache Leute, die verarscht wurden. Alles wird dir genommen und niemand kommt, um dir zu helfen. Angeblich soll die Fracht ganz harmlos gewesen sein, aber es häufen sich immer mehr Berichte von unerklärlichen Erkrankungen, und zwar vor allem bei Menschen, die damals in der Nähe vom Absturzort waren. Die Doku Tödliche Fracht rekonstruiert die Ereignisse von damals und schaut sich an, was wirklich passiert ist. Beide Doku-Teile findet ihr jetzt in der Arte-Mediathek. Und wer sich die Story lieber als fiktive Serie anschauen will, findet The Crash bei Magenta TV. In der Was läuft heute Folge vom 29. April haben wir euch die Serie vorgestellt. Hört gerne rein, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Damit ist unsere kleine Reise durch den Streaming-Dschungel schon wieder vorbei. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Die Tipps für heute hat Lea Rogge rausgesucht. Audioproduktion Florian Drexler. Mein Name ist Anja Bolle. Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.